Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit Flatout 1. Wir machen eine neue Runde, wir waren ja letztens an der Baustelle stehen geblieben. Ja, endlich wieder Baustelle, müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt so hinkriegen hier. Frisch getunt hat man ja das letzte Mal und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das nun mal schaffen. Ohne dass wir 5000 Folgen davon machen müssen. Ja. So, wir fahren einfach los, völlig unverkrampft, weil wenn man was will, wird es sowieso nichts. Das ist. Gehen wir mal rüber. Jetzt steht er ja eben schon wieder im Wäsche rum hier. So, sind wir wieder Siebter? Na, ich sehe schon, das wird hier auch wieder spannende Baustelle-Runde. Oh, na klar, na sicher. Nun komm, nun setz dir mal zurück, Mensch. Also, da geht er gleich wieder, meine Güte. Oh, jetzt gleich so wieder losgeht, Mensch. Ganz entspannt sind wir, sind völlig entspannt. Mit der Eimer, völlig entspannt. So, die Kurve hätten wir das erste Mal geschafft. Erstmal. Wie gesagt, wir haben ja noch mehr solche Dinger hier oben. Das Kürbchen war ja auch so schön, glaube ich. Du kannst wirklich bloß zum Gas gehen. Eigentlich. Und sehen, wie die anderen an dir vorbeigurken. Das war nicht gut. So, wenn wir jetzt also jede Runde wieder einen Platz weiter hinten landen, hier wird das auch schlecht. Wenn wir so fahren, wird das bestimmt öse werden. Der Finitro haben wir wieder nie. So, hier müssen wir immer ein bisschen vom Gas, sonst kommen wir nämlich nicht rum, hier an die Holzhaufen. So, die haben wir erstmal klimperklar gemacht, die zwei. Der eine ist in den Wald gehüpft, aber die haben bestimmt leider ihr Schnellreparaturset wieder angemacht und tauchen wieder auf, wenn wir sie nicht brauchen können. Oh, ich möchte nicht so viel Nitro, ich muss ein bisschen sparsam, weil wir können zwar hier noch Zäune mitnehmen, aber ob das wirklich so gut ist, wage ich zu bezweifeln. Oh, siehst du? Also hier kommen wir noch nicht so richtig ums Kürfchen, das haben wir noch nicht geübt, haben wir das noch nicht. Das haben wir noch nicht so richtig geübt. So, dann gehen wir ein bisschen vom Gas. So, da kommen wir nämlich ein bisschen rum, ja. So. So. Hier müssen wir wieder ein bisschen, damit wir nicht hier so dolle springen. Wir anhalten soll man nicht. Anfahren musst schon. Das geht nicht. Sonst wird das hier wieder nichts, ja, wenn du hier anhältst. Müssen wir noch mal ein bisschen, dass wir ein bisschen rauskommen hier. Ja, weil sonst wird das immer nichts. So, jetzt haben wir wieder hier ein Kürbchen. Gehen wir jetzt so vom Gas. Ja, so war das gut. Ein bisschen langsam zwar, gleich ein bisschen schneller gehen wir vielleicht noch, aber ich weiß es nicht, dann versaubeuteln wir es wieder. Weil das ist kurz vor der Ziellinie, ist das immer. Das ist dann immer ganz schlecht. Kurz vor der Ziellinie ist immer ganz schlecht, ja. So, hier der Sprung. So, jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt geht das nicht. Hier ein bisschen rum, dass wir hier rum. Sehr schön, ja. So geht das hier ein bisschen rum, ja.
durchs Blümchen durch, durch die Blümchen. So, hier rum. Oh Gott, oh, ein bisschen groß. Hier brauchen wir ein bisschen Nitro jetzt, weil ich schon im Hintergrund, hier ist im Kinderhund. Jetzt nie versauen, ja, nie versauen. Das war sehr schön. So sind wir sehr schön in die Ecke gekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Die Zielgerade sehen wir mit dem letzten Nitro. Hoffen wir, dass wir Platz 2 wenigstens kriegen. Ja, sehr schön, sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Platz 2, Platz 2. So, die Aufnahme habe ich gedrückt, du, nicht das dann mal hier, diese Hicklicks hier, diese Hicklicks, ne? Highlights genannt, du. Die Höhepunkte, du, Mensch, das ist ja nicht der Deutsch. So, das machen wir jetzt. Nee, wir gucken da mal beim nächsten Rennen. Wir haben so viele Baustellenfotos, ne? Oh, jetzt gibt es ja schon mehr, jetzt gibt es ja 1200 Preisgeld, du, fortsetzen. Zum Rennen. Silber. So, was haben wir denn jetzt? Oh, das sieht aus wie in die Stadt hier. Was? Watahu Town, du. In Watahu Town, du. Naja. Ab in die Stadt, du. Ab in die Stadt. Oh, da gibt es ja wieder Schnee. Ne, um Gottes Willen. Ich gucke also über die Stadt mal, bevor wir schon vom Schnee wieder reden hier. Ich hab's so satt, wir fahren durch die Stadt. Weil hier waren auch, glaube ich, immer ein paar Typen. Das war nämlich die ganze Eva. Und sind wir bei ihm, wisst ihr? So, hier ist nämlich schon der Erste. Ja. Oh, hier steht ja alles Hundü. Und hier müssen wir nämlich öfter, weil über die Kante ist, das ist kreuzgefährlich. Das weiß ich noch, jetzt muss ich mal ein bisschen spoilern, die hier. Dann ist immer das eben beim Wechseln von Straße auf Dreck. Das ist auch so ein Ding, ist das. Wo man eben ein bisschen mit den Bäumen hier. Das gerade durch, da muss man durch die Scheune. Das habe ich immer auch. Bei meiner Treffsicherheit ist das immer. So, wo müssen wir hier? Oh, hier müssen wir so rum ums Kürbchen. 4 Runden sind das auch. Ach du meine Güte. So, das war die Ziellinie. So. Was will der denn? Der nervt. Junge, du nervst. Und das hätten wir jetzt gleich wieder ans Bullmannsheil-Auto. Das wär's ja wieder. So. Ah, ich dachte, wir können ein bisschen in den See schieben, hab ich gedacht. Aber nee, das ging nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es ging mal wieder nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, jetzt fetzen wir gleich wieder auf die Straße hier. Auf die Rue Champs-Élysées, die hier. Vorsicht, LK wuchtig und Nervensäge schon wieder im Hintergrund. Ein Kinderhund. Und du bringst das sowieso. Nee, wollte ich gerade sagen. Hau ab. Geh weg. Du hast dich nicht gewaschen. Geh weg. Du stinkst. Sag ich doch. Du stinkst. Hau ab. Mit deiner komischen Mühle hier. Mit deiner Sichel. Sichel woanders rum. Mir nicht im Wäsche hier. Sichel mir bloß nicht im Wege rum. Oh, wieder Brückenpfeiler. Ne, ist klar. Den einen sind wir los, in den anderen kriegen wir an die Backe hier. Völlig klar wieder. Der macht mich nervös mit seinem Rumgeeier hier. So, mal ein bisschen noch Nitro müssen wir. Bisschen Nitro, ich gehe immer richtig mit hier. Ich bin voll dabei, nicht klar. Nicht klar. In der letzten Runde, du kannst mich mal kreuzweise, kannst du mich.
In der letzten Runde kommt so ein Spinner an hier. Mensch, wir hätten es fast auf Platz 2 mal geschafft, hätten wir es auch nur fast. Das gibt's ja wohl nicht. Ist ja nicht zu fassen, ist das. Das ist unfasslich. So, hier dürfen wir auch nicht so viel Gas geben. Oh, die Säule hier, die Säule. Wie gesagt, das mit der Scheune, das lassen wir mal lieber. Das wir sind in der letzten Runde, sind wir. Oh Gott. Ja, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, Menschenskinder. Oh, man hätte es können wir gleich schaffen. Nee, ist nicht zu fassen, ist es. Das krieg ich nicht hin. Das ist nicht zu fassen. Das ist unglaublich, ist es. So, in der Stadt. Ab in die Stadt. Ja, dann nehmen wir das für ab in die Stadt. Nee, Quatsch, ich will doch. Nee. So, was macht er jetzt? Das wollte ich. Ja. War ich schon. Ja, jetzt. Ja. Was so? Ja, war ja richtig. 150 und 5. Oh Gott, also man hätte es kennen wirklich mal. Nein, nein, das ist nicht möglich. Beim ersten Mal gehen diese Rennen nicht. Das geht einfach nicht. Mensch, fast hingekriegt. Und wir vereiern uns vor der in der letzten Kurve. Du, das ist nicht, das ist wirklich. Das schafft man bloß nicht wirklich. So, haben wir uns mal alles aus dem Wege genommen, damit wir hier noch. Oh. So, jetzt haben wir den durch schon angeschoben, dass der vorwärts kommt, ganz klar. Logisch, ist immer ganz logisch, ist das. wir helfen immer, wir geben immer den anderen ein bisschen Starthilfe hier, das ist nur schon so. Nee, du ehrlich, in der letzten Kurve versemmeln muss, das gibt's doch wohl nicht. Oh ne, wir haben gar nicht so viel Nitro, du. Wir haben gar nicht so viel Nitro, weil wir hier gar nicht so viel rumsgebimst sind hier. Gehst du rüber, du Vogel? Oh, nicht klar. Wir bleiben natürlich an der Ecke hängen. Ganz klar, na sicher. An der Ecke hängen geblieben hier. Oh, na sicher doch, na sicher. Das ist so. Oh, also man hat immer irgendwas dabei, dann was da nicht geht hier. Das ist unglaublich, ist das hier. Hm. Oh Mann. Das sind aber auch Kurven, da kannst du nicht immer geradeaus fahren, die. Nicht einmal kann man hier richtig geradeaus fahren auf der Strecke. Na sicher doch, na frei. Ihr setzt da eh nicht zurück. Nun setzt doch mal. Nee, jetzt starten wir nochmal neu. Das kann doch nicht sein, dass der einen hier vorne nie zurücksetzt, wenn man auf Aufsetzen drückt. Also, das gibt's doch nicht, Menschenskinder. Mann, das nervt schon wieder. Da krieg ich schon wieder den Hals, krieg ich da schon wieder. Jetzt haben wir wieder diese Kackkurve hier vorne, diese elendische Sackgurke hier. Wenn wir dann so einen elendischen Sackpräter haben hier, so einen, der die Form kann und einen hier vor der Linse rumeiert. Da
kenn dich ja, der Oberdeutsch, du kannst es auch, du trinken, ey du, das ist gewaltig, du, ey du. Wir lassen uns hier nicht einschüchtern, nee, lassen wir nicht. Kommt gar nicht in Frage hier. Wir waren ja mal Erster, ne? Das ist ja, das kann nicht sein, das wird nicht mehr passieren in diesem Rennen, das, also in diesem Spiel. Mein Gold ist ja dann noch ein Zacken schärfer hier. Jetzt wäre ich bald doch wieder an den Mast gefahren. Ne? Das ist eine Mast, ist das. An die dröhnen, aber nicht so viel verschwenden, ja. Nicht so viel verplempern. So, mit dem einen kappelst du dich schon, mit dem anderen, und dann kommst du hier nicht ums Klöpfchen, kommst du dann hier nicht. Weil die Herrschaften hier irgendwie... Dankeschön. Dankeschön. Das war mal nett, war das... So. Ach, geh doch mal rüber, Mensch. Hier kommt wieder die Lieblingskurve. So. Oh, noch eine Runde. Runde, ich wäre hier blöde. Mensch, das kann doch nicht sein, kann das doch nicht. Das legen die extra so in den Weg. Wetten? Die wissen, dass ich hier komme. Immer in der letzten Runde legen die irgendwas in den Weg hier. Noch Zweiter auf dem letzten Meter, noch mal Zweiter, du, auf dem letzten Meter, reimst so schön, reimst das, du. Ah, ja. Ah. So, was machen wir? Machen wir noch ein Rennen? Wir versuchen es zumindest mal. Wir versuchen mal noch ein Rennen und dann kommt... So. Was haben wir? 1000 Preisgeld von zweiten Platz. Nö, da sind wir doch ganz zufrieden erstmal. Freigeschaltet, Weitfisch Eisrand, du. Wir versuchen mal die Schneerunde. Wir machen zumindest einen Versuch, machen wir mal. Weil ich glaube ja noch nie dran, dass beim ersten Mal hinkriegen, das wäre ja hicklig, wäre das ja, du. Richtiges hicklig, du. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wieder Eis, da muss man sich ja wieder völlig umstellen. Oh, da geht's da auch nicht lang. Also so über Pfeifenköppe wieder. Nee, da, wo haben's denn die wieder gefunden? Da geht's gar nicht lang und da drängeln die herum. Das ist ein bisschen ungut. Das ist sehr schön. Das wird schön werden. Da brauchen wir wieder viel Gefühl im Fingerchen. Haben wir wieder. Viel Gefühl im Fingerchen. Wir können natürlich die schönen Abkürzungen nehmen, das Scheunen. Aber da wissen wir ja nie. Ach, dann fahrt doch mal nicht. Hier geht es nicht lang. Wir müssen dort lang. Wir müssen schon da lang, wo die Straße ist. Mensch. Beziehungsweise was noch übrig ist. Ich will über den See, da hoffen wir, dass nicht Tauwetter einsetzt hier. Oh, was hat denn der gemacht? Eine Dachdrehung. Oh. Na klar, na
Sinus sicher, doch nuff nuff rein. Völlig klar. Völlig klar. So ein Schwachkopf wieder. Menschenskinder. Also das ist das Jahr immer bei meinem ersten Neujahrschaps. Das ist. Das wäre langweilig, wäre das völlig langweilig. So, jetzt haben wir die erste Runde, das sind drei Runden. Da können wir ja bei der Länge fünfter. Naja, wir haben das erst mal ein Versuch. Versuch macht klug, ja. So, wenn hier noch ein Wunder geschieht, nicht so, ab und zu soll es ja mal noch Wunder geschehen hier, aber nur. Genau, das Wunder meine ich. Hier nochmal, ne, hier fahren wir durch, das ist komisch. Da kam es nicht drauf an jetzt, weil es war keiner hinter uns. Sonst wären wir schon dort lange wieder hängen geblieben. Aber lange. So, vielleicht schaffen wir es ja noch den vierten Platz. Aber das sehe ich noch nicht so. Das sehe ich hier noch nie. Also hier kannst du auch wieder nie viel Gas geben. Das ist wirklich hier. Jetzt kommst du hier wirklich nicht. Das ist sehr gefährlich. Ist das hier Eis, ist sehr gefährlich. So, jetzt sind wir in der letzten Runde, wir sind immer noch Fünfter. Wir haben es noch nicht hingekriegt. So, hier müssen wir vom Gas gehen. Oh, nicht sicher. Bei uns geht der Kegel immer drüben. Ja, so haben wir noch was. So, Sechster sind wir, scheint's. Fantastisch, freue mich immer. Das ist ein zum Kleinen. Zu glauben, belohnen und bleibst du hängen. No, und dann hast du so einen Frisur hier und der. No. Der kein Plan von nicht, jetzt können wir hier durch die Scheune brettern hier. So, zack. So, haben wir viel abgekürzt, haben wir jetzt viel abgekürzt. So, jetzt kommen wir natürlich wieder rum ums Gummi. Wir hätten natürlich auch können hier drüber springen, aber wie ich das so sehe, dann kommst du hier raus. Das ist dann irgendwie so, das brauche. Naja, war ja jetzt die Proberunde. War das jetzt. Der Platz 5. So. So, naja, wollen wir zur Probe, war das mal. Mal gucken, wie lange wir hier denn brauchen. Kommen wir bestimmt wieder viel ins Taugen und Schimpfen. naja. So. 150, naja, wenigstens kaputt gemacht haben wir auch nicht viel, aber nö, was soll's. Tja, meine Lieben, ja, so ist das für die Folge auch wieder gewesen sein, nicht? Hoffe, hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.